Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge OMSI. Ja, jetzt erstmal Luft holen. Wir sind heute auf OMSI 2 unterwegs oder mal in OMSI 2 mal wieder auf der Karte München. Ja, letzte Woche war denn nun doch Release gewesen und wir haben uns das Ganze natürlich im Livestream schon angeschaut. Und jetzt möchte ich das Ganze dementsprechend noch im Let's Play natürlich nachholen. Wir sind ja aktuell die Linie 100 gefahren im Livestream und haben die 150 kurz angekratzt. Wir fahren nämlich das Ganze heute mal mit den MAN inklusive Hess-Anhänger. Und das ist ein ziemlich cooles Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. So noch nicht gesehen. Aber ich finde das ziemlich nice, dass das jetzt hier drin ist. Und natürlich, zu Recht, kann der Bus-Simulator oder kann der Entwickler dieses Addons sagen, das erste Mal erhältlich hier jetzt in OMSI. Und von daher bin ich zufrieden, dass das mal drin ist, dass es funktioniert. Ich muss noch dazu sagen, das Ganze ist noch nicht final. Das ist alles noch vor dem großen Patch, der jetzt noch angekündigt ist. Das ist schon ein bisschen voraus aufgenommen. Wir werden uns auf jeden Fall noch den Patch dann auch noch anschauen, nachträglich, denn zum Release des Addons gab es ein paar Probleme mit dem Addon. Der Bus ist teilweise unfertig, die Strecken hatten ein paar Probleme. Allerdings werden wir mal gucken, dass wir da durchkommen jetzt die nächsten Tage. Denn auch Straßenbahn sind wir unterwegs in München, denn auch da ist diese Woche großes Update, Major Update erscheint für Tram München, für den Lotus Simulator. Also von daher haben wir eine Münchner Woche, würde ich sagen. Und von denn würde ich sagen... bekomme ich Husten? Traumhaft. Nein, starten wir natürlich wieder unsere Fahrt. Das Ganze natürlich wieder gebündelt mit unserer Track AR hier. Wir sehen es. Ich muss mal ganz kurz mal neu kalibrieren. Na, also, ich hoffe, heute funktioniert das Ganze. Bin noch nicht so ganz 100% sicher, wie das Ganze denn nachher dementsprechend jetzt aussieht. Im Livestream hat es mich doch leider ein bisschen verlassen. So, starten wir mal die ganze Technik, die Mechanik. Und mir fällt gerade ein, dass ich hier nochmal gerade mal was machen muss. Desktop. Ich brauche nämlich was. Und zwar brauche ich das hier. So. Gut. Wir brauchen nämlich dementsprechend noch die Fahreranmeldung. Die ist hier nämlich ein bisschen anders. Connecting to Host. So. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Denn hier gibt es nämlich einen anderen Code und das finde ich halt immer ein bisschen nervig. Lass mal kurz rüber gucken. 27914. So, also 27914. Das Witzige ist, ich schaue wirklich auf einen anderen Monitor, ja. 67213. 67213. Und da haben wir es. Sehr schön, Anmeldung, Linie. Und wir sind heute auf der 150.01 unterwegs. Mal gucken, ob es das ist. Richtung Hauptbahnhof Nord. Das könnte sogar passen. Wunderbar. Dementsprechend können wir die Türen öffnen. Die Fahrgäste können einsteigen und wir sind erstmal glücklich soweit. Ja, dann können wir den Bus weiter aufrüsten. Haben natürlich die Demo vorab schon gespielt gehabt und ich muss sagen, die Demo fand ich mega nice. Das war eine schöne Demo. Man konnte auf jeden Fall hier schon den ersten Eindruck auf jeden Fall gewinnen. Aber ich sehe auch gerade, die Leute laufen hier durch, ne? Ja, guck mal, die laufen hier durch. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das sind halt, ja, das ist wahrscheinlich nicht, gar nicht dafür gedacht worden, so, dass das Ganze halt dementsprechend so funktionieren soll. Shoot. Okay, wie sind wir denn? So, und somit haben wir denn alles fertig. Ja, die Performance auf der Karte ist natürlich teilweise ein bisschen unterirdisch. Wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf, liegt jetzt aber auch nicht hundertprozentig an dem Addon, denn wenn man halt nicht die passende Einstellung für hat, dann funktioniert das Ganze dementsprechend auch nicht. Ja, dann kann das auch nicht hundertprozentig funktionieren. Ich werde jetzt mal die Uhrzeit vorspulen. Machen wir 47. Haben wir noch ganze 2 Minuten. Mal gucken, ob da jemand einsteigt. Da steigt auch noch welcher ein. Wundervoll. Und dann klappt das. Wir werden jetzt noch die Hilfspfeile aktivieren. Und dann haben wir alles. So, dann können wir die Türen zumachen und fahren mal so Richtung lass uns natürlich nicht fahren. Danke. Sehr nett von euch.
So, via Hauptbahnhof, via chinesischen Turm. Das ist nämlich unsere nächste Haltestelle. Hirschauer Straße. Da gibt es nämlich auch nochmal eine Hirschauer Straße. Ich weiß nicht. Ja, das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Die Verkehrsregeln hier in Orm, die sind auch noch nicht ganz hundertprozentig geklärt. Das kommt jetzt mit dem großen Update wahrscheinlich nochmal dazu, dass das Ganze dementsprechend dann halt auch dann alles seine Richtigkeit hat. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Wir sehen nämlich hier unten, es sind keine Pedalen da, wir haben kein Sonnenrelo, was auch nicht vorhanden ist. Hier oben ist übrigens dann später mal die Anmeldung, die man sich so separat raussuchen muss. Ja, das ist halt noch ein bisschen unfertig, das Ganze. Aber das sind jetzt nicht so Sachen, wo ich jetzt sage, es geht gar nicht. So, hier dürfen wir mit 30 weiterfahren. Kommt auch der Kollege. Auch schön mit dem Hess-Anhänger hinten dran. Ah, das ist schon klasse. Chinesischer Turm. Wo soll denn der sein? So, hier. Ja, auch reden die Fahrgäste nicht. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel irgendwie nicht so geil fahren, sage ich mal, reden die Fahrgäste hier noch nicht. Aber das ist, glaube ich, ein Problem auch des Busses geschuldet. Ich kenne dieses Problem schon, das ist ein Phänomen, was schon mal bekannt ist auf jeden Fall. Also da gibt es dann auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere Update dementsprechend. Ich weiß nicht, warum die nicht mitfahren wollen, haben sie Pech. Und weiter geht's. Wir müssen leider hier auch selber manuell weiterschalten und das funktioniert leider auch nicht mit den Pedalen, aber auch das wird wahrscheinlich im Update gefixt werden. Man weiß halt auch nicht, was halt in dem Update gefixt wird. Da muss man natürlich noch ein bisschen abwarten. Ja, sonst kostet das Ganze 25 Euro auf Steam. Ich weiß jetzt schon, die Meinung, die ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Auf gamesplanet.de könnt ihr da nochmal ein paar Prozent sparen. Ich glaube, das sind wieder so an die 10%, eigentlich immer so in der Regel. Ich selbst habe jetzt persönlich nichts auszusetzen an dem Addon. Wie gesagt, dass es jetzt halt nicht fertig ist, ist okay, ja, muss man mit leben jetzt. Aber ist ja nicht so, dass der Entwickler jetzt nicht gesagt hat, sie machen es nie fertig. Ja, also da kommt natürlich schon die Performance teilweise. Erinnert mich stark an Bremen. Bremen hat auch ein bisschen heftige Performance, was ich so gesehen habe. Und natürlich jetzt auch zuletzt im Livestream, was wir da gesehen hatten. Mit inklusive Absturz und alles sowas. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das muss man mal lassen. Liegt aber auch ein bisschen, wie gesagt, hier auch hier wieder an der Einstellung. Hier, das ist zum Beispiel das, was ich meine. Ja, ich habe grün und er fährt rüber. Das ist natürlich ein absolutes geht nicht. Gerade hier um die KI, die macht uns so schon die Leben zur Hölle. Und dann funktioniert das nicht hundertprozentig richtig. Aber mit Tracker, ja, ist cool. Ich habe das jetzt halt ein bisschen besser eingestellt. Ich musste jetzt teilweise, oder ich musste jetzt eine Option deaktivieren, zum Beispiel das nah herangehen oder das weggehen. Da gibt es hier teilweise, also war jetzt speziell in München jetzt hier der Fall gewesen, dass ich in dem Kopf drin saß eigentlich. Ja, also ich bin ja zwar der Fahrer, aber wenn du schon das Gehirn von dem KI-Menschen sehen kannst, dann stimmt irgendwas mit der Einstellung nicht. Und das musste ich jetzt so teilweise deaktivieren, aber das ist okay. Ich habe jetzt nicht den Andrang, jetzt näher ran anzugehen oder wegzugehen. Ich spiele das Ganze in 4K und sehe das eigentlich alles so relativ gut hier. Dass ich das da nicht mehr brauche, groß. Oh. Das ist das, was ich meine. Ja, diese heftigen Hänger hier, die wir hier drin haben.
So, was haben wir denn hier oben? Im Kreisverkehr? Ah, okay. Da muss ich ja gar nicht blinken. Oh, Gottes Willen, ey. Das macht natürlich ein bisschen viel kaputt, finde ich, hier diese Performance. Aber man merkt halt einfach, dass ja Omsi mittlerweile am Ende ist. Liegt natürlich aber auch noch daran, weil es halt ein 4K-Spiel ist, ne, dass die Performance da natürlich ein bisschen öde ist und dementsprechend mit Track AR, dementsprechend funktioniert die Kamera ja permanent, also muss er ja permanent diese Kopfbewegung mitmachen und alles sowas. Das kostet natürlich alles an Ressourcen, ja, darf man ja nun mal auch nicht vergessen. Aber so im Großen und Ganzen, ich muss sagen, hat sich die Performance zur Demo doch verbessert. Ich spiele jetzt natürlich hier mit meinen unscharfen Texturen hier. Seht ihr, ne, an den Häusern. Die sind halt natürlich nicht so knallig scharf, wie sie wahrscheinlich auf Bildern zu sehen ist. Aber wenn ich das auch noch aktivieren würde, würde Omsi deutlich noch schlechter laufen. Das ist, wie gesagt, bei Bremen muss ich das auch machen. Da weiß ich nicht, woran das Ganze da liegt. Ich selbst habe, wie gesagt, Omsi eigentlich die bestmögliche Installation gegeben, die man haben kann. Das Ganze liegt auf einer SSD-Festplatte. Also besser kann es eigentlich von den Datengeschwindigkeiten her nicht sein. Aber naja, das ist jetzt halt so. Muss ich mitleben. So, da kommen sie auch. Ja, die Fahrgäste laufen auch erst los, wenn wir stehen. Also wenn wir direkt an der Haltestelle stehen, dann kommen die Fahrgäste erst auf uns zugelaufen. Also auch ein bisschen untypisch. Da hinten müssen wir warten. Der Hess-Anhänger hat gerade seine Türen geöffnet. Und damit können wir dann wieder weiter. Ja, diese Woche, wie gesagt, erscheint dann auch für die Lotus das Major-Update für Tram München. Das werden wir uns natürlich hundertprozentig anschauen. Ja. Und somit haben wir dann einfach Bus in Omsi für, in München, ja, und Straßenbahn München in Lotus. Also das ist schon eine coole Sache. Und besser wäre es natürlich, ja, wenn man natürlich da diese Hauptgebäude zumindest wiedererkennt. Denn, ja. Da hätte ich schon Bock drauf, muss ich gestehen. Hier sowas wie das da jetzt, ne? Also den Platz da. Muss dazu sagen, ich bin in München einmal in meinem Leben durchgefahren. Und sonst habe ich einen riesen Bogen immer in Bayern gemacht. So, unerklärlich, warum stehen diese jetzt hier? Und schön einfach durchgeglitscht. Auch gut. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du ja wohl vergessen, dass ich jetzt hier an der roten Ampel stehen bleiben muss, weil die KI nicht fährt. Und das sind halt so diese, ja, diese Sachen, die mir halt persönlich aufgefallen sind. Ja, ja, komm, fahr. Achso, Hupe geht ja auch nicht. Ja, von daher wollte ich nicht mehr hupen.
4 GB-Patch wird vorausgesetzt. Also den müsst ihr installieren. Sonst könnte es halt zu hüpfenden Bussen kommen und alles sowas. Und diese alten WWchen mittlerweile. Also was heißt 4 GB-Patch? So wirklich tolle Sachen. Also wirklich viel bewirken tut der 4 GB-Patch meiner Meinung nach auch nicht. So, waren natürlich jetzt alle in den HES-Anhänger. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern, obwohl nur unsere Türen sind eigentlich geöffnet. Das wundert mich. Man muss auch irgendwie nichts machen. So. Wir haben auch eine Verfrühung, von daher passt das. So, Odeons Platz. Ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Hier zeigt nur Odeons Platz an. Hätte man abbiegen können, müssen. Tivoli-Straße. Aber hier steht Universität 150 eigentlich. Alles im grünen Bereich. Hier ist auch echt viel Verkehr los, also das muss man auch mal lassen. So, jetzt ist natürlich gerade wieder absolutes Fest hier. Fährt sich echt gut mit dem Anhänger. Hätte ich gar nicht gedacht, ey. Du kommst auch extrem schlecht dazu mit dem Bremsen, weil du halt dieses Ruckel manchmal echt nicht einschätzen kannst. Wann kommt das, wann kommt das nicht? Wie diese Bewegung sogar meinen Atem mitmacht. Ja, klasse. So, na gut. Max Ruhrstadt, Sammlung Brandhorst. Ja, es macht schon Spaß alles. Wie gesagt, jetzt wo TrackIR auch richtig eingestellt ist, läuft das Ganze auch. Es war ja im Stream nicht möglich gewesen, weil manchmal der Kopf dann irgendwo sonst hinging. Und da dachte ich mir so, nee, da musst du dich nochmal ransetzen. Also das kannst du so nicht lassen. Zum Beispiel auch, ne, man sieht die Fahrgäste aus der Tür rausglitschen aus der Tür. Ja, das sind halt diese kleinen Sachen, aber ich sag mir, hey, das wird doch alles gefixt. Also, warum sich da jetzt. Pinakotheken. Hier fahren wir natürlich auch mit der Straßenbahn vorbei, ne? Hier, genau, hier direkt durch hier. Werden wir mal gucken, ob wir hier morgen das wiedererkennen hier. Pinakotheken, Theresienstraße. Oh, komm schon. Technische Universität.
Von einem Zuschauer, der meinte auch, dass wohl noch irgendwie weitere Linien noch vorgemerkt sind hier für das Addon. Insgesamt sind es ja nur, glaube ich, 3 an der Zahl, die wir hier haben. Aber das wäre natürlich eine coole Sache, ne? Wenn man das Ganze dann dementsprechend auch noch weiter fortsetzt. Vielleicht kommt hier das nächste Produkt, was mehrere Mini-DLCs zum Beispiel in den Einsatz bringt. Man weiß es ja eben alles nicht, ja. Das ist natürlich. Aber bis jetzt ist man das nur von Projekt Gladbeck gewöhnt, dass das Ganze da dementsprechend so ist. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht sind es ja auch kostenlose Updates denn mit Strecken ja sonst. Meine Eins muss ich wirklich Bremen lassen. Bremen ist immer noch dabei und macht da seine ganzen Updates da großartig eigentlich. Das ist Support, den ich mir eigentlich mehr wünsche von DLCs. Und nicht nur ein Jahr lang oder sowas, ne? Aber meine, man muss ja schon zufrieden genug sein, dass es halt so ist, ja, dass nach dem Full Release da immer noch irgendwas rauskommt. Und es gibt natürlich auch viele, viele Entwickler, die hauen ihren DLC raus und von denen hörst du dann in der Regel nie wieder was. Das ist auch ein bisschen, muss ich sagen, so Amerika angesiedelt, war diese fetten Einbahnstraßen hier. Kennt man ja natürlich nur aus dem amerikanischen Setting so, ja, dass das halt so ist. Darfst dich durchfahren, dann gibt es eine Parallelstraße, dann musst du da reinfahren und hier und da. Das ist mir jetzt schon während der Fahrt jetzt hier ein paar Mal aufgefallen, dass das halt wirklich immer teilweise immer nur so eine Einbahnstraßen sind hier. Aber das ist cool. Also ich muss sagen, ich bin so von dem Addon bin ich jetzt nicht so negativ gestimmt. Also das war es schon wieder gewesen. Aber manchmal habe ich immer so das Gefühl, das liegt immer noch an Omsi, wenn er sich gerade zum Beispiel auffängt oder sowas. So, der Königsplatz hier. Schön. Haltewunsch. Ja, jetzt natürlich hier, muss man sagen. Natürlich, dass ich jetzt natürlich die unscharfen Texturen jetzt hier verwende, damit es halt natürlich stabiler läuft. Ja, sieht natürlich das hier jetzt hier nicht so schön aus. Ne? Aber dafür, wie gesagt, kann der Modder nix oder der Ersteller der Karte. Das ist jetzt natürlich Setting bedingt. Och, Mensch, Omsi. Alles wartet auf Grün.
Da sind wir wieder beim Punkt Verkehrsregeln. Schade. Sowas ist echt schade. So, fahr weiter. So viele sind ausgestiegen. Wahnsinn. Hier auch eine Straßenbahn lang? Nee, ne? Endstation. Bitte alle ausschalten. Aber doch, da ist ein Straßenbahn-Symbol auf jeden Fall. Straßenbahn frei. Wir sind ja auch schieden. Zeigen ja alle Ampeln rot. Sie läuft auch schon bei rot rüber. Naja. Oh. Ha, es war aber knapp. So, damit haben wir die Fahrt auf jeden Fall abgeschlossen. Und, ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall mega, mega cool, hier mit lang zu fahren. Das hat schon was. Das muss man ab und zu mal auch mal sagen, ne? Wenn was gut ist, dann darf man das auch mal betonen. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, also Addon München finde ich persönlich ist mal wieder ein schönes Update oder ein schönes Addon, nicht Update, ein schönes Addon, was jetzt so in den letzten Zeiten mal so erschienen ist. Also für mich persönlich, also Wuppertal ist okay, ja, Metropole Ruhr ist okay, ja, Aachen und so, ja, dieses Rheinhausen ist okay halt, ne? Aber München tatsächlich fühlt sich mal wieder richtig schön an. Hat jetzt natürlich jetzt nicht absolut viele Linien zu bieten, insgesamt 3 an der Zahl, aber hier wirkt das irgendwie alles, als ob das wirklich, wirklich realistisch ist. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich in München jetzt fahren würde, würde ich wahrscheinlich wieder alles wiedererkennen. Und das ist doch genau das, worauf es doch eigentlich ankommt. Von daher muss ich sagen, diese 22,50 aktuell vielleicht jetzt für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar, warum das jetzt so ist. Und dann wartet da halt an der Stelle lieber, wartet auf diesen großen Patch oder auf die nächsten Patch eventuell, die da jetzt noch zukünftig erscheinen werden jetzt für OMSI München. Und ja, sobald da halt auf jeden Fall irgendwas kommt, werde ich euch dementsprechend auf dem Laufenden halten. Selbstverständlich, ob in den News oder jetzt hier in der neuen Let's Play-Folge, selbstverständlich, da gibt es dann
mehr von OMSI 2 München. Und wer mehr sehen will, der abonniert uns jetzt am besten, denn ja, übermorgen gibt es dann schon die nächste Folge, die nächste Linie 100, wenn wir uns jetzt anschauen, denn hier in München. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und damit sehen wir uns dann wieder. Bis dann, tschüss!